Gott. Habt ihr noch was vor heute? Basic, vermute ich mal. Was hältst du vom Douglasienanbau in Mitteleuropa? Ja, wie gesagt, meine Bachelor- und Masterarbeit haben sich unter anderem mit der Douglasie auseinandergesetzt. Da kann ich ewig lang zu schwafeln. Das muss ich jetzt hier sein lassen, das artet aus, bis ins geht nicht mehr. Wie sagte einer meiner Professoren in einer seiner Publikationen, eine maßvolle Ausweitung der Douglasienanbaufläche ist auf jeden Fall sinnvoll. Maßvoll. Es gibt ganz viele Untersuchungen dazu, mehr oder weniger die Untersuchungen des Naturschutzes sind sich, ja, einig ist auch zu viel gesagt, sind sich darüber einig, dass man die Douglasie nicht unbedingt braucht, je nach welchen Naturschutzverband man fragt, finden sie es auch ganz schlimm und sie muss weg. Und wieder andere sagen, ja gut, kann man dulden, sollte man aber mit ganz großer Vorsicht weiter anpflanzen. Und die Forstwissenschaft ist so, der Förster an sich, also der wirklich vor Ort Förster, da sind viele, die irgendwo leben, wo die Douglasie gut wächst, sind heilauf begeistert, weil das Ding wächst wie Schwein und produziert dabei ein hervorragendes Holz. Das ist der rundum sorglos ultimativ Ultrabaum. Keine großen Schädlinge, waldbautechnisch einfach, Wachstum jenseits von Gut und Böse. Dazu ist noch ein Nadelbaum und dadurch technisch einfacher zu fällen als bei Laubholz mit der großen Krone und so weiter. Das ist immer so ein bisschen schwieriger. Das Ding ist eigentlich für den Förster draußen im Wald top. Forstwissenschaftlich gesehen ist mittlerweile eben so der Konsens, ja, viele sagen auch, es ist der Wunderbaum, aber so der Gesamtkonsens ist, könnte der Wunderbaum sein und könnte eine der Lösungen für den Klimawandel im Wald sein. Also ein vielversprechender Ansatz auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so mehr oder weniger der Konsens, was die Forstwissenschaft bisher da so rausgefunden hat. Das deckt sich übrigens auch mit meinen eigenen Forschungsergebnissen. Übrigens ganz wichtig bei der Douglasie ist übrigens die Frage, ist das jetzt eine eingewanderte Art bzw. eine eingebrachte Art oder kann man die auch als heimisch betrachten, weil sie vor der Eiszeit auch bei uns war, denn das war sie. Das ist eine reine philosophische Diskussion, völlig unerheblich für die Praxis, aber die Frage finde ich persönlich irgendwie interessant. So, dann der Ingo Volk. Was und wo wäre deine persönliche Traumtour? Ja. aktuell wahnsinnig gern Himalaya. Am besten Tibet. Nepal ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig aktuell aufgrund der Lage. Tibet ist natürlich immer schwierig aufgrund der Lage, dank der freundlichen Chinesen, die da ja alles annektiert haben. Aber doch, Himalaya auf jeden Fall. Da möchte ich unbedingt gerne mal hin. Da gibt es noch ein paar andere Ecken, wo ich auch noch gerne hin möchte, aber das führt jetzt schon wieder zu weit. Walking Eddie, hi Ben, wie ist das jetzt wirklich mit den Nägeln im Baum? Aha, auf meiner Wanderung sehe ich auch immer mal wieder eingewachsene Metallschilder. Geht es jetzt darum, dass diese beim Fällen zu gefährlichen geschossen werden oder noch schlimmer im Sägewerk? Man sieht ja oft lange angenageltes an sehr gesunden Bäumen. Ja. Stimmt. Liebe Grüße, Carsten. Jo, ist tatsächlich ganz besonders fies, je kleiner die Metallteile im Holz sind, weil wenn sie klein genug sind, dann wachsen sie ja wirklich ein. Das macht dem Baum erstmal gar nicht so viel, kommt auf den Baum an. Bei Lärche zum Beispiel ist ein Problem, weil es oxidiert. Da verfärbt sich das ganze Holz und ist dann nicht mehr so viel wert im Verkauf. Ja, also beim Baumfällen auf jeden Fall, wenn du da auf irgendeinen Nagel mit der Kettensäge drauf triffst, dann, das kann böse enden, ganz böse enden. Das gleiche gilt auch bei hochmechanisierter Holzernte, nur dass sich da halt dann wenigstens niemand verletzt. Ist übrigens ein Argument für die hochmechanisierte Holzernte, das schont wirklich Menschenleben und zwar aktiv und zwar ordentlich. Das ist schon so gesehen echt eine gute Sache. Dann ist halt eben aber auch der Haarwässer, das Fellaggregat, vielleicht unter Umständen erstmal kaputt, beziehungsweise wird zumindest mal eine Zeit lang ausfallen, wenn du da auf sowas Massives wie einen Nagel oder tatsächlich ein eingewachsenes Blechschildchen, was keiner gesehen hat, wenn du da drauf sägst, dann macht es erstmal Rumpelipumpel. Gleiches bei Kettensäge. Und ja, im Sägewerk ist unter Umständen noch schlimmer, weil gerade wenn es Kleinteile sind, die dann auch rausgerissen werden, weil da ja schon Kräfte durch die entsprechenden Sägen am Werke sind, dann kann sowas wirklich geschossartig durchsägen.
Sägewerk geschossen werden. Und das ist auch schon vorgekommen, dass da entsprechend Leute getroffen worden sind. Kann man sich entsprechend ausrechnen, was dann passiert. Das ist so das Hauptargument, weshalb man sowas sein lassen sollte. Für den Baum selber ist es natürlich auch eine Wunde. Es ist immer eine Eintrittsstelle, auch wenn er jetzt zum Beispiel um so einen Nagel drumherum wächst und den einwächst. Und solange dann da nichts passiert ist während des Einwachsvorgangs, dass da kein Krankheitserreger oder Ähnliches in den Baum eingedrungen ist, dann wird der Baum irgendwann so überwuchert und ist im Holz eingeschlossen, dass es für den Baum jetzt ökologisch gesehen als Pflanze egal ist. Das merkt er dann irgendwann nicht mehr. Aber halt eben beim Einsägen ist das dann extrem gefährlich und stellt natürlich auch wieder eine Wertminderung ökonomischer Art dar. Das Hauptargument, weshalb man sowas aber auf jeden Fall sein lassen sollte, ist so größtenteils tatsächlich eben Arbeitssicherheitsgründe. Teilweise gibt es ja auch noch irgendwelche alten Wildzäune, die dann auch mitunter in die Bäume eben eingebracht worden sind und so weiter. Es ist so, dass das meistens dann bei dem Förster bekannt ist. Das ist dokumentiert, man weiß genau, hier hat man das und so weiter und so fort. Und dann werden die Waldarbeiter, wenn sie da dann tätig sind, entsprechend sicher richtig gut aufpassen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und hier hat es auch eine kleine Diskussion unter diesem Post gegeben. Der Musti-Survivor meint, hab mal in einem Beitrag gesehen, wie Waldarbeiter einen Metalldetektor im Einsatz haben, um Nägel oder auch Bombensplitter, genau, aus dem Wald kriegen und dann im Baumstamm, der dann im Baumstamm ist, zu erkennen. Jawohl. Genau. Also das macht man teilweise in so Gegenden, wo man weiß, dass da Bomben runtergefallen sind, muss man da wirklich mit dem Metalldetektor durch, das hilft alles nichts. Weil früher oder später müssen die Bäume mal gefällt werden. Jetzt würden viele Leute sagen, nein, müssen sie nicht, macht doch ein Naturschutzgebiet draus. Man kann aber auch nicht aus allem immer nur ein Naturschutzgebiet machen. Das ist halt auch nicht die Lösung bei unserem gestiegenen Holzbedarf. Und Hauptargument, weshalb wir in Deutschland Holz fällen müssen und einheimisches Holz verwenden müssen für unseren Holzbedarf, ist, wenn du es importierst, kommen noch extrem hohe Transportkosten, auch eine extrem hohe CO2-Bilanz durch den Transport drauf. Und man weiß nicht, wo das Holz herkommt. Und meistens kommt es dann halt irgendwo aus irgendeinem völlig illegalen, absolut unkontrollierten Einschlag in irgendwo. Langsam. Mal gucken, wie lange ich noch durchhalte. Also ich versuche das echt durchzuziehen. Bisschen mehr über die Hälfte, als über die Hälfte haben wir. Tim Lausmann. Ich mag es, mich mit einem Enduro, das ist ein Geländemotorrad, okay, auf unwegsamem Gelände zu bewegen. Gleichzeitig mag ich den Wald und einfach die Natur und mag es, dort spazieren zu gehen. Fahrrad zu fahren, aber eben auch dort Motorrad zu fahren. Ich würde gern wissen, was du davon hältst und ob es da irgendeine Lösung gäbe oder ob es einfach ein absolutes No-Go ist. Für wild im Wald rumfahren ein klares Ja. Das geht meiner Meinung nach überhaupt nicht. Du hast ja eben meinen motorradtechnischen Ausbruch mitbekommen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man das da macht, wo es in Anführungszeichen niemanden stört, wo es dann eine dafür ausgewiesene Strecke gibt. Sowas gibt es auch im Wald. Ich kenne da so ein paar, wo man solche Rallye-Bahnen in Anführungszeichen angelegt hat. Dass da entweder mit Mountainbike oder eben mit solchen, ich vermute mal, das sind dann solche Geländemotorräder, wie du meinst, mit denen dann rumgefahren werden kann. Da würde ich sagen, sollte man das dann auch akzeptieren, dass es die Möglichkeit auf jeden Fall geben sollte. Das darf man ruhig auch tun können, aber dann wirklich halt eben so, dass dann jemand anders von gestört wird. Und das ist halt eben potenziell eine enorme Störungsquelle, so eine Maschine, weil da hört man dich ja gerade in einem großen Waldgebiet, wo es alles wahnsinnig ruhig ist, hört man dich ja teilweise kilometerweit, wenn du mit dem Teil da rumheizt. So wie bei mir hier gerade im Hintergrund. Weiß nicht, ob man das hören kann, Holz gemacht wird. Das ist schon wirklich ein großer Störfaktor und das hinterlässt halt auch wirklich Spuren am Boden. Wenn du das ohne jetzt einen halbwegs befestigten Weg oder da, wo ohnehin schon Spuren sind, machst, reißt du noch die Bodenoberfläche auf und hinterlässt Schäden. Dass das Wild das nicht besonders prickelnd findet, steht mal ganz außer Frage. Also das ist meiner Meinung nach unverhältnismäßig. Da geht das Vergnügen des Einzelnen definitiv, richtet zu viel Schaden beim Wohl der Allgemeinheit an. Finde ich nicht gerechtfertigt. Die Miriam Russer schreibt, hallo Ben, ich sehe am Waldwegrändern immer ziemlich gleich aussehende Gruben und habe mich gefragt, wofür und von wem die ausgehoben wurden. So etwa
60 mal 1,20 Meter, guten halben Meter tief. Weißt du vielleicht darüber was? Wenn die direkt am Waldweg sind, dann vielleicht beim nächsten Vorbeikommen mal reingucken, ob es da in irgendeiner Form, ich formuliere es mal anders, wenn das so ein Hang ist und da geht der Waldweg durch und die Dinger sind auf der Hangseite, diese Gruben, dann werden es wahrscheinlich irgendwelche Abflusslöcher sein, damit das Wasser schneller vom Waldweg runterfließt. Je länger der Waldweg feucht ist, desto kaputter geht er und Forststraßen reparieren ist teuer. Also Waldweg, ja, Vorstraße dann in dem Sinne, wenn es dann ein größerer Waldweg ist, in Anführungszeichen. Und ja, das ist halt wahnsinnig teuer, wenn die dauernd überschwemmt sind, nutzen sie sich schneller ab. Deshalb hat man dann oft solche, ja, quasi Ablauflöcher in Anführungszeichen nebendran angelegt. Oft haben die, wenn es richtig gut gemacht sind, dann auch noch eine Drainage, die unter der Straße durchgeht. Das ist dann quasi auf der anderen Seite des Hangs weiter runterfließen kann, das Wasser. Das ist das Ideal. Wenn man dafür kein Geld gehabt hat, hat man halt eben nur diese Löcher, wo sich das Wasser sammelt und dann so die Theorie halt einfach unter der Straße in einer hohen Tiefe durchfließt und da dann halt gleich in den Unterboden versickert und weg von der Straße ist. Die meisten Straßenbauer, mit denen ich diesbezüglich, Vorstraßenbauer, mit denen ich diesbezüglich gesprochen habe, halten das für Unsinn. Und die einzige Lösung, beziehungsweise mein Professor hat immer gesagt, die drei Grundsätze des Forststraßenbaus heißen Drainage, Drainage und Drainage. Das Wasser muss unbedingt weg von der Straße und auch weg von unter der Straße, weil dann wälzt sie sich durch. Da gibt es verschiedene schöne Formen von Straßenschäden an Waldstraßen und solcherlei Dinge. Also ich kann mir das anders nicht erklären, als dass das irgendwelche Drainagelöcher sind, die zum Entwässern der Straße dienen. Falls es doch was anderes ist, dann kann ich es zumindest nicht von hier, wo ich jetzt sitze, erkennen. Ginkgo Kaiko 77. Wie siehst du, dass zurzeit extreme Kastanien und Eschen sterben? Ach so. Wie siehst du, dass zurzeit extreme Kastanien und Eschen sterben? Jetzt, Entschuldige, ich hocke schon zu lang. Wie kommt es, dass es zurzeit so extrem ist? Ganze Kastanienalleen mussten dran glauben. Ja, das weiß keiner. Das ist schlicht und ergreifend recht einfach zu erklären. Diese Baumkrankheiten-Epidemien, das kann man sich ganz oft nicht hundertprozentig wirklich erklären, woran das jetzt liegt, warum das jetzt plötzlich so schlimm geworden ist. Da taucht aus dem Nichts ein fieser Krankheitserreger auf. Oft ist es ein Pilz. Und dann gehen wirklich große Teile der Population verloren, bis auf einzelne Individuen, die halt irgendwie genetisch angepasst sind dagegen, gegen die der Pilz nichts machen kann, weil sie von vornherein eben auf sowas vorbereitet waren. Die Population erhöht sich dann normalerweise hinterher natürlich wieder. Und einige Kollegen gehen davon aus, dass sowas völlig natürlich ist. Dass es immer mal wieder für einzelne Pflanzen, Tierarten und so weiter einen großen, die Population stark eindämmenden Erreger gibt, der große Schäden anrichtet und dann irgendwann sich die Population dagegen angepasst hat und immun wird. Bei der Ulme ist das ein schönes Beispiel. Das gab das große Ulmensterben. Es sind jetzt nur noch wenig Ulmen übrig, aber die jetzt noch übrig sind, erholen sich wieder. Also die Ulme ist wieder auf dem Vormarsch. Das ist jetzt seit ein paar Jahren, seit 10 Jahren oder was, ist das große Ulmensterben vorbei und seitdem ist sie jetzt wieder am langsam regenerieren und die werden jetzt wieder häufiger. Kennt kaum jemand die Ulme, ist inzwischen halt ein extrem seltener Waldbaum geworden. Wenn ich mal irgendwo eine finde, ich weiß, wo welche stehen, aber halt in Bayern, jetzt hier in meinem Wald, kenne ich keine einzige. Ja, wenn ich mal eine finde, zeige ich sie euch auf jeden Fall. Aber das ist ganz schwierig mit diesen Dingern, wie das mit diesen Erregern funktioniert, was da die genauen Hintergründe und Umstände sind und so weiter. Das weiß nicht nur ich nicht, das weiß niemand so genau. Karl Thomas meint, darf man schon mal einen Birkenpurling ernten? Wenn ja, wie macht man das am besten, ohne Schaden anzurichten? Beste Wünsche, Karl. Ja, schon mal einen Birkenpurling ernten darfst du. Das ist nicht so schlimm. Kommt drauf an, wo du den halt eben erntest. Rechtlich gesehen darfst du es nicht im Nationalpark oder im großen Naturschutzgebiet oder irgend sowas in der Richtung natürlich. Und wenn du das jetzt im ganz normalen Wirtschaftswald so einen findest und den erntest, auf jeden Fall überhaupt kein großes Problem.
nicht 1000 Stück oder so, aber schon mal einen, so wie du es formuliert hast. Ich glaube, da wissen wir alle, wie das zu verstehen ist. Ja, das ist jetzt halt bei Pilzen immer die Frage mit dem Abschneiden oder Abbrechen. Ich vermute mal, so darf ich jetzt das interpretieren, wie man das am besten macht. Bei Baumpilz ist das nicht so elementar. Ob du das Pilzgewebe, wenn du es abbrichst, hast du halt schon tendenziell eine gewisse Verletzung am Baum, dass da potenziell noch was anderes eindringen könnte. Aber das ist in dem Fall schon relativ egal, denn der Pilz ist ja schon in den Baum eingedrungen. Was da draußen dran hängt, ist ja nur der Fruchtkörper. Der eigentliche Pilz sitzt ja innen drin im Baum. Oft, wenn sie einen Fruchtkörper bilden können, ist das dann auch schon eine sehr massive Verpilzung des Bauminneren. Und da ist es dann eigentlich schon fast wirklich völlig wurscht, wie du jetzt diesen Fruchtkörper abbrichst. Ich würde mir da keine Gedanken drüber machen. Wenn du das Ding haben willst, schneid es runter, säg es runter, reiß es ab. Das ist dann nicht so elementar wichtig. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das einen großen Unterschied macht. Es wäre vielleicht aus optischen Gründen nicht schlecht, wenn du es einigermaßen schön abschnibbelst. Vielleicht sieht das dann irgendjemand, der vielleicht vorbeikommt und das sieht. Entspannter, als wenn du es einfach jetzt abkickst mit irgend so einem Chuck Norris-artigen, wie heißt das Ding, Roundhouse-Kick? vielleicht, aber ja, kann mir nicht vorstellen, dass das so einen großen Einfluss nimmt. Ganz oft ist der Baum dann sowieso mehr oder weniger hin. Birken werden ja auch natürlich nicht alt. Das ist ein Pionierbaum, der kommt kurz, wächst kurz hoch, das schnell, breitet sich aus, produziert Samen, Ausbreitung in Zeit und Raum nennt man das. Birkenpollen bzw. Birkensamen sind zum Teil auch sehr lange haltbar und können sich irgendwo wirklich über mehrere Jahre halten. Und das sind danach noch keimfähig, das gibt's alles. Das ist ein ganz Spezialist, aber das Ding wird halt nicht alt. Das ist immer so was bei Bäumen. Kein Baum kann alles. Die Buche kann sich nur sehr schlecht über weite Strecken ausbreiten, kann sich aber gegen alles andere durchsetzen. Die Birke kann sich gegen fast gar nichts durchsetzen, ist aber in fast allem anderen irgendwie speziell. Birke ist überhaupt so ein faszinierender Baum. So. Der Marcel Espenhahn zitiert mich. Ich bin so eingebildet, dass ich mir einbilde, dass ich relativ viel weiß. Und da hat man mir gerade unterstellt, ich würde mich zu viel runter machen. Wie war das mit dem Ur? Oh, du Arsch. Ja, das verdammte Ur ist ein Rind und nicht der Hirsch. Ja, ich hab's begriffen. Oh Mann, das habe ich echt schon als Kind falsch gelernt. Das habe ich mein Leben lang geglaubt bisher. Das könnte das längste Ben-Video werden, länger als alle anderen zusammen. Ja, das könntest du recht haben. Ich stelle keine Fragen. Ja, besser ist es. Optional. Ja, also doch. Auf welcher Schiene fährst du? Bushcraft, Survival, Preppen? Ja. Also wenn man Bushcraft im Sinne von, ich baue mir ein Lager in den Wald und handwerkle da rum versteht, das mache ich nicht. Wenn man Survival im Sinne von, ich laufe komplett ohne Ausrüstung im Ländenschutz durch den Wald versteht, das mache ich auch nicht. Ich würde mich irgendwo da in der Mitte einordnen und so einzelne Aspekte des Preppens, dass ich schon auch ein gewisses Maß an Ausrüstung bevorrate, ja, das mache ich auch. Also vielleicht so 40 Bushcraft, 20, 30 Survival und, nee, ihr seht schon, ich hocke eine Weile. Ja, also Schwerpunkt vielleicht in die Bushcraft-Richtung, dann Survival, dann Prepping, so in der Richtung, in der Reihenfolge so ein bisschen, wenn ich mich da irgendwo einordnen müsste. Wie würdest du Bushcraft definieren? Ja, das hatten wir ja gerade. Da tue ich mich schon von Anfang an, seit es diesen Kanal gibt, schwer, weil ich ja ursprünglich mal den Bushcraft da als meine Zielgruppe angesehen habe. Inzwischen hat sich herauskristallisiert, dass da auch diverse andere Leute, die sich einfach so für den Wald interessieren, gerne zugucken.
Survival kann man besser definieren, finde ich. Das sind ja irgendwelche Maßnahmen, laut Rüdiger Nehberg, alle Maßnahmen, die das Überleben in beliebigen Situationen erleichtern. Wenn man sich damit intensiv auseinandersetzt, dass man solche Fähigkeiten, Maßnahmen, Dinge vielleicht auch mitführt, all sowas drauf hat, Techniken und so weiter. Das ist, glaube ich, relativ einfach. Bushcraft, ja, Waldhandwerk, ja, auf Deutsch. Tatsächlich in den Wald hocken und da irgendwas Lustiges bauen. Also quasi das, was die Kinder früher gemacht haben. Also auch ich, als ich klein war, da habe ich auch im Wald irgendwelche Hütten gebaut. Im Prinzip auf Kind. Das, was jetzt die viele lagerbauende Bushcrafter eben tun. Ich finde schon, dass das eine Rolle spielt. Dass man diesen Lagerbau in irgendeiner Form drin haben muss. Wobei es für mich auch schon reicht, das als Bushcraft zu bezeichnen, wenn man halt ein Ein-Nacht-Lager baut und das dann wieder so verlässt, dass das nicht so aussieht, als ob man da jemals da gewesen wäre. Wo, wie findet man Salz? Oh, braucht man Salz überhaupt oder reicht eine natürliche Ernährung? Also so das klassische Kochsalz, Natriumchlorid, findet man tatsächlich ja nur an speziellen Stellen dann im Berg. Deshalb gibt es ja an Bad Reichenhall beispielsweise und so, waren ja so reiche Orte und so Orte, die eine richtige Exportwirtschaft auch schon im Mittelalter entwickelt haben, weil man da halt eben Salz gefunden hat. So jetzt als einfach mal schnell vom Boden aufheben, auch nur in winzig kleinen Mengen, ja, nee, das wird schwierig. Braucht man das? Also man braucht ein bisschen Natrium. Natrium kriegt man aber auch eben durch andere Verbindungen ab, als jetzt speziell Natriumchlorid zu sich nehmen zu müssen. Also wenn man sich so allgemein jetzt, sagen wir mal, in einem Survival- oder Bushcraft-Fall und so weiter und so fort nur noch aus der Natur ernährt, aber das dann halt eben komplett inklusive tierische und pflanzliche Notnahrung, wird man langfristig wahrscheinlich keine nennenswerten Probleme mit Salzmangel haben. Geschmacklich sieht die Sache schon anders aus, aber der Körper braucht es nicht zwingend. Es hilft aber in geringen Mengen. Natrium-Vorräte auf anderem Wege als durch eben Kochsalz aufzufüllen, stelle ich mir schwierig vor. Bin da aber kein Experte, das ist jetzt was für einen Ernährungswissenschaftler. Dann Allium Ursinum, das ist übrigens lateinisch für Bärlauch, auch für alle, die das nicht wissen. Waldfragestunde, sehr gute Idee. Hier ein paar Fragen. Könnt ihr sehen? Da habe ich was angefangen. Oh je, ich mache mal Pinkelpause.